Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen, ich hoffe, pannenfreien Woche hier bei uns. Wer sich mit mir unterhalten möchte heute Nacht, egal über welches Thema, der möge bitte anrufen, kann anrufen unter 0800 5678 111 oder faxen unter 0800 5678 110. Erste Anrufe diese Woche. Heute Nacht ist der Martin und Martin ist 29 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Martin. Grüß dich. Ja. Ja, warum rufe ich an? Und zwar, ich glaube, ich habe mein Schwulsein entdeckt. Wieder eines der üblichen Themen, sage ich jetzt schon fast für dich. Ja. Und ja, jetzt ist das für mich absolutes Neuland. Im hohen Alter von 29 Jahren entdeckt. Wobei ja, das Alter ist. Das ist gar nicht so hoch. Ich kenne Leute, die es mit 50 erst entdeckt haben. Sag mal, so geahnt habe ich das schon etwas länger. Ja. Aber jetzt habe ich es halt irgendwo das erste Mal am eigenen Leib erfahren. So. Wie hast du es denn am eigenen Leib erfahren? Ja, also, man glaubt mir das eigentlich fast kaum. Und zwar habe ich denjenigen über das Chatten kennengelernt, im Computer. Und ja, eigentlich war das überhaupt mein erster Versuch gewesen, also du hast mal in Kontakt aufzunehmen. Du hast gezielt einen Mann angesprochen im Chat oder wie geht das? Ja, also ich hatte jetzt kurzfristig mir halt einen Computer zugelegt und natürlich auch mit Internetanschluss, weil ich dachte, irgendwo wird es mal langsam Zeit für mich. Und die Neugier war natürlich irgendwo da und was probiert man zuerst mal aus? Mal gucken, was es alles gibt. Geh mal ins Chat. Ja. So, und dann ging es halt los. Das gibt es für verschiedene Seiten und dann hat mich schon besonders gereizt die Gay-Seite. Ah ja. So. Ja. Und dann habe ich mal geguckt, was wird da überhaupt gesprochen und habe ich doch gemerkt. Wahrscheinlich nur Schweinereien, ne? Das hielt sich in Grenzen, also eigentlich absoluter Blödsinn, was überhaupt nicht zusammenhängend war. Jeder schreibt irgendwas rein und da habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Jetzt hast du da einen Mann kennengelernt übers Chatten und hast ihn auch dann persönlich getroffen. Ja. Und es ging auch zur Sache. Fast. Also es ist nicht bis zum Äußersten gegangen. Nicht bis zum Äußersten? Nicht ganz bis zum Äußersten. Wie weit ging es denn? Ja, ich sag, wir sind zwar schon im Bett gelandet, aber es ging nicht zum Geschlechtsverkehr. Gut, aber ihr habt gefummelt und ihr habt euch gestreichelt und das war schon sehr erotisch. Ja, das kann man schon sagen. Wir haben uns geküsst. Und Und das war deine allererste Erfahrung mit einem Mann? Ja, ich hatte mal eine kleine Erfahrung gehabt, da war ich 17. Aber das war mehr eine sehr passive Seite von meiner Seite aus. Ich habe das zwar damals irgendwo genossen, aber ich mochte die Person an sich nicht. Die Person an sich hat mich nicht gereizt. Und ich habe mich völlig passiv verhalten auch damals. Ja. Und hast denn seitdem, also seit dem 17. Lebensjahr, ganz eindeutig und klar heterosexuell gelebt? Ja. Ich hatte in der Zwischenzeit 3 Beziehungen gehabt. Wie lange waren die Beziehungen? Gut, die erste war nicht so lange, das war ungefähr ein halbes Jahr gewesen. Die zweite waren knapp 2 Jahre. Immerhin. Und die letzte war jetzt 3,5. Ja. Und die ist gerade letztes Jahr, Ende letzten Jahres zu Ende gegangen. Hast du denn während dieser Zeit schon mal so ein bisschen in die Richtung tendiert, gedanklich und in der Fantasie? Ja, gedanklich und in der Fantasie. Das schon, das schon. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe mich nie getraut, das irgendwie mal auszuleben oder den Versuch mal zu machen. Aber wenn man das so in der Fantasie hat, hat dich das nicht irritiert? Wie hast du das denn für dich so innerlich abgebucht? Also ich denke schon mal an einen Mann oder an Männer. Ja. Also das fand ich irgendwo, das war so das kleine Geheimnis für mich. Ja, war denn Fantasie. Ja, war denn der Sex mit den Frauen auch durchaus toll für dich und geil und auch der Bringer oder eher nicht? Doch. Doch, absolut, auch. Das muss ich wirklich dazu aber sagen. Aber du hast nicht, wenn du mit einer Frau geschlafen hast, an irgendeinen Mann gedacht? Nein. Das nicht? Da habe ich mich dann eigentlich voll auf die Frau konzentriert. Dann wollen wir jetzt noch nicht so sehr vom Schwulsein reden, ne? Dann bist du wahrscheinlich ein stark bisexuell veranlagter Mann. So würde ich das auch sehen. Wobei, stark weiß ich ja noch gar nicht. Wie hat dir das denn jetzt mit dem Mann gefallen? Super gut. Super gut. Ja, also ich kenne mich überhaupt gar nicht mehr wieder. Das normalerweise hätte ich mal gedacht, ja, so die Fantasien sind da, aber letztendlich diesen Schritt zu tun, das kannst du dir nie vorstellen. Und jetzt mal einen Mann zu küssen oder sowas, das könnte ich mir auch nie vorstellen. Ihr habt euch geküsst? Ja. Also so richtig kann ich mir das im Bett noch nicht vorstellen. Du sagst, ihr habt keinen Geschlechtsverkehr gehabt. Nun gut, das muss es ja auch noch nicht sein. Habt ihr euch den gegenseitig zum Orgasmus gebracht? Nein. Auch nicht? Nein.
es war einfach nur das Schöne, das hatte ich selber auch nicht gedacht, dass es irgendwo so schön sein kann. Mhm. Einfach nur, ja, gemeinsam irgendwo sich zu streicheln. Mhm. Das hat dich aber sehr erregt. So schön, ja. So schön. Bist du jetzt in dir verknallt oder wie geht's jetzt weiter? Ja, ich denke schon. Also ja. Das ist so ein ganz komisches Gefühl. Dass, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, das ist jetzt 2 Tage her. Ja, und du schwebst noch auf Wolke 7. Ja, fast. Fühle ich mich ja so. Heute Morgen bin ich aufgestanden, noch fühle mich so ganz... Wohnt ganz er denn zumindest oder hoffentlich in deiner Gegend? Ja, das ist vielleicht mal 25 Kilometer. Ja. So, das ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis, glaube ich, denke ich, auch für deine Identität. Ne? Ja, absolut. Wer bin ich und wie präsentiere ich mich jetzt auch nach außen, meinen Freunden gegenüber, meiner Familie gegenüber und so weiter? Und das ist halt das der nächste Punkt, der irgendwo kommt und der für mich unheimlich schwierig ist. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie ich das irgendwann mal angehen soll, weil erstmal war mir klar, für mich selber das rauszufinden. Aber ich meine, du bist ja schon, ich finde, das sind schon gravierende Schritte. Das ist mal eben vorgestern passiert. Ja. Und du rufst jetzt schon hier bei mir in aller Öffentlichkeit an und erzählst es. Ja, ich habe das Bedürfnis. Da brauchen manche Jahre für, ehe sie das machen. Das ist doch schon mal klasse. Ja, ich wundere mich auch irgendwas. Ich habe jetzt mittlerweile für mich so... Ja, vielleicht hat das auch so lange in dir gebrodelt und gegärt und jetzt will's raus. Ne? Ja, der Typ ist auch einfach irgendwo klasse. Lass es doch jetzt erstmal sich entwickeln. Du musst ja nicht gleich mit wehenden Fahnen durch die Stadt laufen und hier, ich bin schwul oder bisexuell. Hey. Lass es doch mal so sich entwickeln und wie auch die Beziehung wird zu diesem Mann. Mhm. Und dann kannst du es deinen Freunden oder deiner Familie immer noch irgendwann beibringen. Ich bin halt nicht rein auf Frauen konzentriert. Ja, richtig. Was meinst du denn, wie dein enger Freundeskreis darauf reagieren wird? Das ist schwierig. Also ich denke mal, ich weiß auch nicht, zu wem ich jetzt den ersten Schritt gehen soll. Also wem ich das zum ersten Mal sagen soll. Gibt es da nicht so einen allerbesten Freund? Doch, das würde ich schon sagen. Und da habe ich auch als erstes dran gedacht, dass ich es ihm irgendwann mal sagen würde. Mhm. Vielleicht noch vor meinen Eltern. Und ich sag mal, die Eltern ist ja immer so der schwierigste Punkt. Obwohl ich da eigentlich sagen muss, denke ich mal, recht tolerante Eltern zu haben. Aber man weiß ja nie. Vielleicht bin ich aus einem ziemlich behüteten Elternhaus gekommen. Mhm. Und mein Leben war bis jetzt so, ja, ziemlich nur gerade, ohne Höhen und Tiefen. Also ich wünsche dir, dass das jetzt erst mit dem Mann gut in die Gänge kommt. Mhm. Und dass du diese neue Seite in dir richtig gut entdeckst. Und dann kannst du halt sehen, wie du dich weiter offenbarst. Ja, ich hoffe es. Also das ist sich positiv entwickelt. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mich jetzt irgendwo so positiv fühle, ohne irgendein schlechtes Gewissen zu haben, mir selber gegenüber, dass ich das mir so eingestehen kann. Und das war auch einfach ein Grund, warum ich gesagt habe, ich rufe jetzt einfach hier an. Was meinst du, wie vielen Männern das so geht? Oder wie viele Männer so gelebt haben wie du in den letzten 10 Jahren, die das so ganz diffus oder latent irgendwie in sich spüren, aber sich nicht trauen, das zu leben, es vielleicht nie leben sogar. Kann auch sein, ne? Ja, das ist eigentlich schade, weil man entdeckt eine ganz andere Seite an sich. Wie hast du denn eigentlich in diesen letzten Jahren diese Fantasie wirklich wahrgenommen? War das ganz real, dass du beispielsweise beim Onanieren an Männer gedacht hast? Oder war es irgendwie verschwommener, dass du auf der Straße schon mal einem Typ nachgeguckt hast und dich dabei erwischt hast und dachtest, oh, ich gucke einem Mann nach? Nee, das war mir schon ziemlich bewusst. Also es waren klare Fantasien, klare sexuelle Fantasien. Ja, die waren da. Ja. Also das war ganz eindeutig. Ja. Aber ich habe die immer von mir gewiesen. Ja. Und habe das eigentlich auch niemanden spüren lassen, obwohl man hier und da schon mal immer gesagt hätte, ich hätte so eine leichte Ader dazu. Hm. Naja gut, das sagen die Leute. Aber das sagen ja, das hat jetzt... Lieber Martin, viel Spaß mit der neuen Sexualität und mit der neuen Identität und wird schon werden mit den Freunden und Verwandten, glaube ich schon. Ja, ich denke auch. Aber man sollte es erst, glaube ich, noch was Zeit lassen. Ja klar, nicht sofort. Alles klar. Alles Gute. Domian, danke fürs Gespräch. Tschüss, schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. André ist dran. André ist... 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich bin vor 14 Tagen erblindet. Du bist vor 14 Tagen erblindet? Ja, ich arbeite auf dem Bau und da war jemand ein Dachdecker, der hat auf dem Dach gearbeitet, der hat mit der Nagelschutzpistole Bretter angenagelt und dann hat er mir vom linken Augapfel, dem rechten Augapfel durchgeschossen. Ein Nagel ist er abgerutscht und dann ging der glatt durch. Moment, der hat von der Seite geschossen und das ist... Ja, von der Seite, ist aus Versehen natürlich, also da hat er jetzt nicht mit Absicht gemacht. Er ist von der Seite rein und dann quasi soll auf der anderen Seite durch das Nasenbein in das rechte Auge gegangen sein. Und du bist auf beiden Augen geblindet? Jetzt bin ich auf beiden Augen geblindet. Schlagartig? Schlagartig. Und es war medizinisch nichts zu machen, keine Operation war mehr möglich, irgendwas zu retten? Nein, war nichts mehr zu retten. Sobald die hatten den Nagel rausgezogen, das sagte mir der Arzt und da ist die Augenflüssigkeit schon ausgelaufen. Da habe ich das komplette Augenlicht verloren. Mensch, André, du erzählst das so ganz locker, als würdest du erzählen, ich habe mir vor 2 Wochen ein neues Auto gekauft.
Ja, ich erzähle aus dem Grund, ich bin am ganzen Körper am Zittern. Ich bin halt das erste Mal, dass ich mit dir darüber rede in der Öffentlichkeit. Und das ist schon wirklich baff. Und ich sag mal, das Leben muss ja weitergehen. Aber nach 2 Wochen schon so eine pragmatische Einstellung zu haben. Wie lange warst du im Krankenhaus? Ich bin noch im Krankenhaus. Du bist noch im Krankenhaus? Ich rufe gerade aus dem Krankenhaus an. Hast du Schmerzen? Ja, Schmerzen, seelische Schmerzen habe ich ja. Keine körperlichen. Von Anfang an keine großen körperlichen Schmerzen? Nein, gar nichts. Nein, ich kriege Schmerztabletten und Schmerzpflaster mit Opiaten drin. Und Natürlich, da sind doch auch richtige Wunden entstanden, wenn das durch das Nasenbein durchgegangen ist. Das kann ich leider nicht sehen, nicht mehr. Und ich weiß nicht, meine Augen sind bandagiert beide. Und da habe ich keine Ahnung. Ach, du hast die Augen, die lagen noch gar nicht frei. Also du weißt gar nicht, wie es sein wird, wenn du die Bandagen abhast, was du wahrnimmst. Der Arzt hat mir nur gesagt, ich werde nichts mehr sehen. Also hat er mir ganz knallhart am Kopf gesagt, Ende, ich bin blind. Und im Moment ist es so, kann ich mir das so vorstellen, dass du so eine Wahrnehmung hast, als würde ich die Augen zumachen. Ja. Es ist schwarz alles, oder? Schwarz und mal blitzt das im Auge, aber so, ich sehe einfach nichts mehr. Und das Ganze war ein Versehen? Ein Versehen, ja. Ein schwerer Arbeitsunfall. Ein Versehen, weil der so rumgehampelt hat vielleicht, oder? Ja, nicht rumgehampelt, das alles Hektik, schnell, wie weiß man ja, wie das so auf dem Bau ist. Und dann. Also er wollte keine Scherze damit machen, darauf wollte ich hinaus. Nee. Dann ging alles zopp und dann, ja, ich weiß nichts mehr. Ich hab nur gemerkt, ein Fremdkörper im Auge und dann war ich bewusstlos. Und bist du dann im Krankenhaus aufgewacht? Ja, bin ich im Krankenhaus aufgewacht. Schon natürlich erblindet und dann hat ja relativ schnell der Arzt gesagt, was dir bevorsteht, was passiert ist. Richtig. War dieser Mann schon im Krankenhaus? Mein Arbeitskollege? Nein, der war noch nicht im Krankenhaus. Der ist unter, soweit ich weiß, wie mein anderer Arbeitskollege mir sagte, unter psychiatrische Behandlung oder in psychiatrische Behandlung. Was denkst du jetzt über diesen Mann? Was soll ich denken? Ich kann ihm keine Vorwürfe machen und ich kann ihm auch nicht sagen, du bist unschuldig. Ich weiß nicht, ist so zwiespaltig. So. Hast du Familie? Bist du verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet, ich bin ledig. Meine Mutter ist vor kurzem gestorben, mein Vater lebt noch. Ja, ich habe auch 2 Brüder. Lebst du auch alleine? Ich lebe alleine, ja. Aber da gehen einem doch jetzt wahrscheinlich 100.000 Sachen durch den Kopf. Ja, beispielsweise, wie werde ich leben? Von was werde ich leben? Du kannst ja deinem Beruf auf dem Bau nicht mehr nachgehen. Was genau hast du gemacht auf dem Bau? Ich war Maurer. Maurer. Also das kannst du nicht mehr machen. Du kannst in der Wohnung doch erstmal dich gar nicht so alleine zurechtfinden. Erstmal. Ja, ja. Wie denkst du dir denn weiteres? Also ich denke mal, dass ich wieder zu meinem Vater ziehe. Weil ich bin erst vor einem halben Jahr ausgezogen, habe ein bisschen Freude so und hatte meine Wohnung schon eingerichtet jetzt. Aber jetzt will wohl nichts mehr. Behindertenrecht gerecht einrichten? Wie? Wovon erstmal? Ich verdiene ja auch keine Tausende von Marken. Nee, aber das ist jetzt auch wieder eine versicherungsrechtliche Sache, vermutlich. Hast du da schon irgendwie was, hat da jemand was für dich geklärt? Ob du Geld da kriegst und wer da verhaftet? Ja, ich werde von der Bauberufsgenossenschaft irgendwie eine Rente beziehen, aber das sind so 260, 320 Mark. Ich bin 22. Wie, du bist 22? Du bist 31, habe ich gerade gesagt. Nein, 22. Du bist 22 Jahre erst alt? Ja. Ah, dann war das gerade ein Missverständnis. Ja, davon kann man nicht leben. Nee, da kann ich, von 320 Marken Höchstsatz ist der. Da kann ich nichts. Da kann ich mir noch nicht mal Brötchen verkaufen. Du hast auch keine Freundin im Moment? Nein, ich habe keine Freundin. Das ist ja das Schlimme gerade. Das Schlimmste finde ich ja, wie soll ich sag mal, ganz derbe gesagt, als Krüppel eine Freundin finden? Wer akzeptiert denn Blinden heutzutage? Ja. Schon allein in der Gesellschaft. Es gibt viele Fragen und ich bin, wie gesagt, immer noch erstaunt, wie locker du das alles angehst und wie schnell du das zu akzeptieren scheinst nach nur 2 Wochen. Ich hatte schon suizide Denkweise und so, aber ich sag mal, das bringt ja nichts. Warum? Wieso? Ja, das ist so rational gedacht, es bringt nichts, aber ich meine, ich bin froh, dass es so ist, dass du da so rangehen kannst. Aber gab es denn nicht die ersten Tage so ein Schock, dass du sagtest, oh Gott, was soll jetzt werden? Ja, natürlich. Da bin ich wie in so eine Leere bin ich gefallen. Und dann habe ich auf nichts mehr Lust gehabt. Ich habe nichts mehr gegessen. Ich habe einfach nichts mehr gemacht. Aber meine Brüder und mein Vater, die haben ja viel geholfen dabei. Das heißt, die sind auch viel im Krankenhaus, besuchen dich? Ja, jeden Tag. Regelmäßig? Ja. Wie lange wirst du jetzt noch im Krankenhaus bleiben müssen? Also mindestens noch 2 Monate.
Noch 2 Monate? Ja. Erwartest du denn von dem Mann, der das verursacht hat, so etwas wie eine Entschuldigung oder irgendwie an dich herantreten? Ja, schon auf eine Art, dass wir 5-mal so drüber unterhalten, wieso und warum das passiert ist. Und das würde mich mal schwer interessieren und warum man nicht aufgepasst hat. Und ich sag mal, okay, auf dem Bau, da wird naja alles Routine, aber man muss immer ein Auge auf Arbeit halten, so sind die Gesetze, und ein Auge auf die Kollegen. Und das wird wohl da nicht gewesen sein. Du hast gerade gesagt, wie soll ich als blinder junger Mann irgendwann eine Frau finden, eine Freundin finden? Ja, so sehe ich das. Ja. Ich kann dir nur sagen, im Prinzip wiedergeben, was ich hier alles schon erfahren habe. Ja. Ich mache diese Sendung, vielleicht weißt du das, viele Jahre schon, und habe mit Tausenden von Menschen gesprochen, so auch oft mit Blinden, auch mit Leuten, die plötzlich erblindet sind durch Unfälle, durch Krankheiten oder so, und habe daraus gelernt, dass die meisten nach dem ersten Schock und den ersten Problemen, die entstehen und bis sie sich so eingefunden haben in ihr Leben, relativ normal leben und auch Beziehungen eingehen können und es auch zu Beziehungen gekommen ist, auch mit sehenden Leuten, also nicht dann mit einer blinden Frau, einem blinden Mann. Ja, im Moment sehe ich da keinen Optimismus drin, also auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht ist das jetzt auch erstmal nicht so das erstrangige Problem. Vielleicht ist das erstrangige Problem, wie du lebst, dass du erstmal deine Kohle hast, dass du die soziale Absicherung hast. Ne? Und dass du dich auch erstmal dran gewöhnen musst, an den Zustand. Ja, aber wo hole ich die finanzielle Absicherung her? Von wem? Vom Sozialamt? Die Würde würde ich mir noch nie nehmen lassen. Zum Sozialamt zu gehen. Ich war schon immer, ich habe gearbeitet, ewig. Schon allein meine Hobbys, die kann ich ja gar nicht mehr nachgehen. Was für Hobbys hattest du? Oder hast du? Ich habe Fußball gespielt, ich habe Modellbausätze habe ich gemacht. Ja, das ist ja alles vorbei. Handball habe ich noch gespielt, dann viel mit dem Computer geschattet. Das ist vorbei. Aber ich denke, das kannst du jetzt nicht machen, aber dass dein Vater oder ein Vertrauter von dir sich da eingehend beraten lassen sollte, vielleicht bei der Gewerkschaft oder über einen Rechtsanwalt, was du jetzt alles einfädeln kannst, um zu bekommen, was dir zusteht, auch an finanzieller Unterstützung. Ja, bis jetzt geht ja noch nichts. Ich muss ja erstmal, sag ich mal, aus dem Krankenhaus kommen. Klar, es ist alles noch ganz frisch. Klar, ja, sicher. Ja. Da muss ich noch Reha machen und keine Ahnung. Also André, ich wünsche mir von Herzen, dass du so standhaft bleibst, wie du das jetzt bist. Dann bin ich ganz sicher, sage ich dir, dass du dein Leben auch in die Hände nehmen kannst, auch als nicht sehender Mann, und das sicher auch eine gute Zukunft für dich geben wird. Ja. Wenn du so drauf bleibst, wie du jetzt schon drauf bist. Ja, aber was ist noch eine Zukunft für einen 22-Jährigen? Ich sehe kein Gras mehr, ich kann keine Häuser mehr besichtigen, ich kann ja nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Vielleicht kann ich besser riechen jetzt oder besser hören, aber das war ja auch alles dann. Und ich sag mal, das ist das Schlimmste, das Augenlicht. Klar, mir hätten sie lieber ein rechtes Bein oder ein linkes Bein abnehmen können, da hätte ich noch sehen können. Ja. Meint das schöne Gras, wie die Blumen wachsen, wie die Vöglein durch die Gegend flattern und alles. Ja, und das ist ja jetzt alle nicht mehr. Da mache ich mir die meisten Gedanken drüber. Die Gene-Leere, die ich jetzt immer sehen werde. André, ich würde gerne, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Ist das okay? Ja, ist eigentlich gar kein Problem. Ja, dann leg du mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Ja. Ich wünsche von Herzen, dass du so bleibst, wie du bist. Ja. Und ich sag's nochmal, ich bin optimistisch, dass du das schaffen wirst. Ich habe, wie gesagt, mit so vielen kranken Menschen hier schon gesprochen, auch mit blinden Menschen, die das auch geschafft haben. Dann schaffst du das auch. Ja, ist ja schon, ist richtig. Ich habe deine Sendung schon weiträumig verfolgt und schon so alles gesehen und gehört. Und manche Dinge kam ich mir vor, dass die gespielt waren, diese Sachen. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen ist dann eigentlich deine Sendung super. Dankeschön. Ja, und du legst erst mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles ich klar, wünsche von Herzen alles Gute, André. Auf Wiederhören. Ja. Matthias ist 29 Jahre alt. Ja, hallo. Matthias, was ist los? Was ist dein Thema? Guten Abend, Domian. Guten Abend. Ich hätte nie gedacht, ich habe dich schon so oft gehört, ich hätte nie gedacht, dass ich um deine Rat fragen würde. Ich habe immer gedacht, dass ich habe nie Probleme, aber anscheinend ist das anders im Leben. Also, ich habe Probleme mit meiner Frau. Wir sind 10 Jahre zusammen, sind 7 Jahre verheiratet. Und meine Frau, ich weiß nicht, ob sie eifersüchtig ist oder so. Manchmal hat sie so Ausbrüche und wirft mir irgendwie was vor. Und da kann ich mich manchmal nicht halten. Und
auf Deutsch gesagt, klatsche ich einen links und rechts und ich versuche ihr zu erklären, dass das nicht so ist und dass es nicht so ist, dass du es nicht so gemeint hast, obwohl du zugeschlagen hast. Nein, nein, das nicht. Dass das nicht so ist, dass ich fremd gehe oder ach so. Und solche Geschichten alles. Ne? Ich bin wirklich seit 7 Jahren nur mit ihr zusammen und oder seit 10 Jahren. Weswegen kommt es denn zu Streitereien? Weswegen eskaliert es denn? Das sind manchmal, ja, das sind ihre Vorwürfe immer, weißt was, du? Was wirft sie dir denn vor? Ja, wenn du bei der Arbeit bist, dann gehst du ein bisschen fremd oder nimmst du Anhalterinnen mit und tralala und hast sie nicht gesehen. Ne? Mhm. Ich meine, ich habe sie auch ein paar Mal mitgenommen, weil ich fahre LKW und ich habe ihr gezeigt, auf der Autobahn stehen keine Weiber, die man mitnehmen kann und was ich machen kann. Ne? Mhm. Also es geht immer um das Thema Fremdgehen. Es ist immer, dass die Frau... Nein, das nicht immer. Es geht manchmal um meine Eltern, dass ich meine Eltern nicht mag oder dass meine Eltern was gesagt haben, was ihnen nicht gefallen hat. Und ich habe immer gesagt, dann hör das einfach zu und sag ja und fertig. Und wenn es dir nicht gefällt, dann sagst du es mir. Streitereien und dann rutscht dir die Hand aus. Ja. Und du scheuerst dir eine. Ja. Oder auch aber zwei. Zwei und dann ist aber vorbei. Manchmal, eins, zwei ins Gesicht. Ja. Ins Gesicht. Wehrt sie sich? Was macht sie dann, wenn du ihr eine, wenn du sie schlägst? Ja, sie wehrt sich und sie wehrt sich schon und so weiter. Ne? Aber dann höre ich sofort auf. Hörst du auf. Wie oft kommt denn sowas vor? Ja, das kann man nicht regulär sagen. Ne? Das kommt einmal in 2 Monaten vor oder einmal im halben Jahr vor. Also man kann durchaus sagen, das kommt mehrmals im Jahr vor. Ja. Ne? Kann man so sagen. Und so läuft es. Dann ist wieder eine Weile Ruhe und dann passiert es wieder, eine Weile Ruhe und passiert es wieder. Wie ist denn eigentlich so dein Verhältnis zu ihr? Liebst du deine Frau? Ja, über alles. Ich liebe sie, ich liebe meine Kinder. Wie viele Kinder habt ihr? 2 Kinder. Mhm. Und ich hab Angst, dass ich manchmal mich nicht beherrschen kann. Mhm. Also ich sag manchmal... Matthias, zweimal und dann lasse ich sie in Ruhe, dann hau ich ab und ich will das nicht mehr hören. Und weil ich habe manchmal solche Angst, dass ich da ein bisschen was Schlimmeres mache. Mhm. Die Sorge allerdings habe ich auch. Wenn du meine Sendung öfters gehört hast, weißt du wahrscheinlich, was für einen Standpunkt ich diesbezüglich habe, was das Schlagen von Partner oder Partnerin angeht. Nämlich einen ganz radikalen. Das macht man nicht. Punkt. Basta. Wenn man einen Menschen liebt, macht man es schon überhaupt gar nicht, aber man macht es grundsätzlich nicht. Und wenn man eine Frau, wie du sagst, ich liebe sie über alles und ich liebe meine Kinder, das heißt meine Familie, dann schlage ich die Frau nicht. Auch wenn sie dir manchmal noch so auf den Geist geht. Das ist die primitivste Art, sich zu äußern, ne? Zu schlagen. Und du schätzt es ja richtig selbst ein. Wie schnell kann es vielleicht eskalieren? Und du schlägst noch fester zu und du begehst vielleicht eine ganz schlimme Dummheit, dass sie... Deswegen habe ich ihr ja gesagt, ich will mich scheiden lassen oder wir müssen erstmal auseinandergehen. Mhm. Wir müssen beide drüber, weiß nicht, einen Psychologen besuchen oder. Ja, ich will dir sagen, mit dem scheiden lassen, das ist nur auch nicht die richtige Lösung. Das heißt ja, du läufst auch weg vor dem Problem. Ich höre aus dem, was du gerade gesagt hast, ich liebe diese Frau, ich liebe meine Kinder und im Prinzip möchte ich mit dieser Familie zusammenbleiben. Stimmt das? Ja. Das möchtest du. Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt Probleme und die Probleme wachsen mir manchmal über den Kopf. Ist auch richtig, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das Probleme. Ich kann ihr nicht also mündlich das erzählen oder sagen. So, jetzt hast du... Manchmal das schreit sie mich an und erzählt mir irgendwelche Geschichten, weißt du, und das... Verstehe. Jetzt hast du gerade aber einen Vorschlag schon gemacht, den ich für den klügsten halte in der Situation. Falsch ist natürlich, was du machst. Und falsch fände ich auch, jetzt einfach das Handtuch zu werfen und sagen wir, ich lasse mich scheiden. Du hast gesagt, lass uns gemeinsam, also du und deine Frau, zu einem Psychologen, zu einem Berater gehen. Das finde ich genau richtig. Du rufst mich ja jetzt als unbeteiligte Person quasi auch an und willst eine Meinung von mir hören. Ist ja auch okay. Ja. Also wäre es genauso richtig, wenn ihr beiden, deine Frau und du, zu einer auch unbeteiligten Person, nämlich zu einem Eheberater oder Paartherapeuten, wie immer man es nennen mag, wenn ihr beiden da hingehen würdet und einfach jeder erzählt seinen Standpunkt. Und dieser dritte neutrale Mensch oder Mann oder Frau, der vermittelt zwischen euch.
Das finde ich auf jeden Fall erstmal eine Möglichkeit, die Sache zu retten. Und dann kann man immer danach noch Konsequenzen ziehen. Ja, würde deine Frau das denn auch machen? Ja, das war vor 2 Monaten, wo das so war. Und dann habe ich ihr gesagt, wenn du willst, dass ich hier bleibe, dass ich bei dir bleibe, musst du zum Psychologen. Mhm. Dann gehe ich dann hin, dann gehen wir zusammen hin und dann reden wir. Aber dann war sie immer wieder, hat sie sich versucht zu fangen, oder wie kann man das sagen? Also sie hat dann nichts, also keine Streiten angefangen, ne, sagen wir mal so. Aber der und dann war 2 Monate wieder Ruhe und heute haben wir wieder irgendwas da, so ein Schwachsinn rausgekommen, weißt Verstehe. Du? Und, also, ich finde, auf einer Seite ist das ganz scharf zu verurteilen, was du tust. Andererseits finde ich... Weißt du, nein, das nein, sagst du so einfach. Nein, dass du deine Frau schlägst, meine ich. Das weiß ich. Das weiß ich. Du, deshalb, auf der anderen Seite finde ich aber auch ganz toll, dass du auch über Lösungen nachdenkst. Und Matthias, ich sag dir, versuche in dem ruhigen Gespräch deine Frau davon zu überzeugen, dass das Richtige wäre, dass ihr zusammen zu einem Psychologen geht. Ich halte das für den einzigen Ausweg, in dem ihr im Moment steckt. Und ich wäre dir gerne behilflich, oder wir wären dir gerne behilflich, dir vielleicht einen Namen oder eine Telefonnummer zu nennen in deiner direkten Umgebung. Da müsste ich dich mit meiner Psychologin nochmal verbinden. Die kann dir dann die Auskunft erteilen. Sollen wir das so machen? Ja, können wir machen. Ich sehe keine andere Lösung. Ich meine, dann hast du die Telefonnummer schon mal und dann kannst du deiner Frau sagen, hier, pass auf, hier, ich habe die Nummer, lass uns anrufen. Und wir machen einen Termin bei denen, okay? Also, du legst auf, wir rufen dich gleich wieder an und dann wünsche ich dir, deiner Ehe, wirklich alles Gute. Ja, danke. Ja, auf Wiederhören. Super Sendung, ciao. Danke. So, meine Lieben, jetzt bin ich verbunden mit Stefanie. Und Stefanie ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Stefanie. Was ist los? Was ist dein Thema? Ja, und zwar habe ich innerhalb einer Woche und einem Tag 2 Großeltern verloren, also 2 Großelternteile. Einmal meine Großmutter von meinem Vater, die Mutter. Die ist an Krebs gestorben. Die hatte dreifach Krebs, Hautkrebs, Lungenkrebs und Leberkrebs, glaube ich. Wie alt war sie? 67 Jahre. Und eine Woche später ist dann mein Opa gestorben von meiner Mutter, der Vater. Der ist einem Herzschlag erlitten. Ja. Der war 69. Und damit komme ich nicht so ganz zurecht. War alles so geballt, so schnell hintereinander? Ja, das. Und eben auch ganz nahe Leute, deine Oma und dein Opa, wenn auch aus verschiedenen Verwandtschaftszweigen. Genau. Hast du denn zu beiden ein sehr, sehr enges Verhältnis auch gehabt? Ja, ein sehr enges. Und zwar kommt das daher, dass meine Eltern eine Gaststätte hatten und auch noch heute haben. Und dadurch war ich sehr oft bei den Omas und meiner Tagesmutter. Und ja, dadurch... Jetzt war die Oma, wie du gerade beschrieben hast, ja sehr schwer krank. Das heißt wahrscheinlich auch lange krank schon, ne? Ja, die hat insgesamt 30 Jahre mit Krebs gekämpft. 30 Jahre? Ja, sie hatte vor 30 Jahren schon nur Brustkrebs. Und da waren die Bestrahlungen wohl so hart, dass da irgendwelche Schäden von übrig geblieben sind. Und ja, die haben sich dann in die Lunge reingefressen und es kam dann... Wie schrecklich, ne? Da hat man Krebs behandelt mit Strahlen und hat wieder neuen Krebs ausgelöst. Ja. Das heißt, du hast in der letzten Zeit dich mit dem Gedanken schon vertraut machen müssen, dass sie vielleicht sterben wird, weil sie so sehr krank war. Genau, und das war schon ziemlich hart. Hast du sie besucht im Krankenhaus? Und ich habe sie sehr häufig besucht, die letzte Zeit im Krankenhaus. Und wahrscheinlich hat sie auch sehr gelitten, ne? bei der Erkrankung, den Erkrankungen, die du geschildert hast. Und der Opa ist ganz plötzlich verstorben. Der Opa ist ganz plötzlich verstorben. Der hat meine Mutter angerufen, also ich bin ja im Internat. Und hat meine Mutter letzte Woche angerufen. Und sie sagte, ja, Opa ist verstorben. Und ich habe ja nur noch einen Opa oder hatte nur einen Opa zu dem Zeitpunkt noch. Und aber ich konnte das gar nicht glauben, weil er war eigentlich kerngesund. Und ja, und dann sagt sie, ja, er hat einen ganz normalen
Herzschlag bekommen und Das heißt, von dem Opa konntest du dich gar nicht mehr verabschieden, von der Oma schon eher, ne? Genau, also den Opa habe ich selber noch bei der Beerdigung letzte Woche von meiner Oma gesehen, aber da haben wir kaum gesprochen und dem ging es auch nicht so gut. Er hatte Hüftprobleme und ja. Du hast gerade gesagt, dass du in einem Internat lebst. Ja. Du machst auf dem Internat dein Abitur oder was machst du da? Ich mache meine mittlere Reife. Die mittlere Reife. Ist das Internat weit weg von deinen Eltern, von deinem Heimatort, der Heimatumgebung? Ja, 1,5 Stunden schon. Naja gut, das geht ja, das ist nicht so ganz weit. Ja. Deine beiden Eltern leben aber noch. Ja. Ja. Hast du denn einen einigermaßen guten Draht zu den Eltern, eine gute Verbindung? Ja, doch. Das schon. Schon. Weißt du, Stefanie, das Schlimme ist bei Todesfällen, dass man letztendlich so unendlich einsam ist mit dem Schmerz, den man erträgt. Genau. Dass man letztendlich den Schmerz, eine bittere Wahrheit, nur alleine verwinden kann. Das Wichtige finde ich immer dabei, dass man sich nicht abkapselt in seiner Trauer, sondern dass man das schon sehr vertrauten Menschen erzählt und auch weint oder von den Gefühlen spricht. Deswegen fragte ich gerade, wie deine Verbindung zu deinen Eltern ist. Deine Eltern trifft das ja genauso. Ja. Dass du viel reden solltest mit deinen Eltern darüber, mit deiner Mama, mit deinem Papa. Ja, und wenn es geht, auch mit deiner engen Freundin, wenn du jemanden hast, der dir sehr, sehr nahe ist. Doch, das tue ich auch. Also ich habe einen Freund, der mir sehr, sehr zur Seite steht im Moment. Und ich finde auch, dass man das guten Freunden ruhig zumuten sollte. Ich höre hier immer wieder, dann sagen die Leute mir, ach nee, ich kann ja nicht immer zu davon erzählen. Doch, kann man. Ja. Ich finde, das kann man. Wenn man einen wirklich guten Freund hat, eine gute Freundin, dann hält der das auch aus und umgekehrt muss es dann genauso sein, wenn der in Not ist. Das ist ja gerade Freundschaft, dass man in diesen extremen Situationen auch dem anderen zur Seite steht. Aber ich glaube, man muss sich öffnen, man muss reden. Man darf es nicht in sich hineinfressen. Das ist das Schlimmste, was passiert. Ja. Und es ist auch völlig normal. Guck mal, es ist 1-2 Wochen mal gerade her alles, was du erzählt hast. Dass du irrsinnig verletzt bist und trauerst und traurig bist. Und das wird auch noch eine ganze Weile so anhalten. Ja. Das ist völlig normal. Es wird auch eine Zeit kommen, wo du das eher verarbeitet hast. Vermissen wirst du deine beiden Großeltern immer. Aber es wird eine Zeit kommen, wo du das eher für dich verarbeitet hast. Hoffe ich doch. Ja. Also ich kann dir nur raten, Stefanie, rede mit deinen engen Menschen so viel wie möglich darüber. Ja. Und besuch auch das Grab, wenn es dir gut, die Gräber deiner Großeltern, wenn es dir gut tut letztendlich, sprich mit ihnen, leg ihnen was Schönes hin, schreib ihnen was auch immer. Ja, genau. Ne? Ja. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Dankeschön, Domian. Tschüss, Stefanie. Tschüss. Wir haben 1.33 Uhr und 17 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 34, 20 Sekunden Radio 1 Live ist hier und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr hier live mit mir heute Nacht reden wollt. Egal über welches Thema. Morgen haben wir ein ganz festes Thema für die ganze Stunde und da ist das Thema Schwiegermütter. Ich möchte mit euch über eure Schwiegermütter reden. Welche Erfahrungen habt ihr mit euren Schwiegermüttern gehabt? Sind das so, wie man es immer so sagt, sind das so Drachen? Oder sind es verdammt nette Leute, verdammt nette Frauen? Und ich möchte natürlich auch mit Schwiegermüttern reden, wie sie mit ihren Schwiegertöchtern und Schwiegersöhnen zurande kommen. Also Thema Schwiegermütter morgen hier bei uns bei Domian. Heute ist das Talkradio die
Telefon-Talkshow Domian offen für alle eure Themen. Olli ist dran. Olli ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Olli. Ja, pass auf, ich habe folgendes Problem. Ich habe mich im Internet vor ungefähr 3 Wochen unsterblich in eine Frau verliebt und die kriege ich nicht mehr auf den Kopf. Und ja, und haben uns gesehen. Ach, ihr habt euch getroffen auch schon? Ja, haben wir. Und ja, wir haben jetzt ein Problem. Wie alt ist denn die Frau? Die Frau ist 20. 20. Ja. Und wir haben jetzt das Problem, sie hat einen Freund. Und irgendwie liebt sie uns jetzt beide. Sie liebt euch beide. Ja. Sie hat einen Freund. Ja. Wie lange hat sie den Freund denn schon? Den hat sie, also mit dem ist sie kurz vor mir zusammengekommen. Also kurz bevor sie mich kennengelernt hat. Das heißt, noch gar nicht so lange, ne? Nee, aber sie war auch schon mal mit ihm zusammen, aber die haben sich so irgendwie verstritten und haben jetzt ein ganzes Jahr um sich gekämpft. Ach so, die haben eine längere Geschichte miteinander. Ja, das ist jetzt der Grund, warum sie irgendwie nicht von ihm wegkommt. Und jetzt funkt Olli dazwischen. So gesehen, ja. Wohnt sie bei dir in der Gegend? Nein. Wie weit ist sie weg? 400 Kilometer. Oh, das ist schlecht. Und der andere, wie nah ist der an ihr dran? 400 Kilometer. Auch? Ja. Wie, der ist ganz woanders oder ist er gar aus deiner Gegend? Nee, der ist genau, ich komme aus dem Osten und er kommt genau aus dem Westen. Aha, also da sind schon mal die Voraussetzungen gleichberechtigt, ne? Ja, so gesehen. Er ist 400 Kilometer weg, du bist hier. Wo haben die sich denn damals kennengelernt, wenn die so weit auseinander wohnen? Auch im Internet. Auch im Internet? Ja. Also in so Chat-Geschichten? Ja. Also, wie oft hast du sie gesehen? Einmal bis jetzt. Erst einmal. Du hast sie besucht. Oder sie hat dich besucht. Nee, ich habe sie besucht. Ja. Jetzt liebt sie euch beide und jetzt stehst du da. Ja. Telefoniert ihr? Ja, jeden Tag, ununterbrochen. Ja. Was ist denn deine Haltung im Moment dazu? Bist du wütend auf sie? Oder? Ja, ich sag mal so, ich habe das Problem, dass irgendwie wir beide nervlich inzwischen vollkommen am Ende sind. Mhm. Wir wissen beide langsam nicht mehr, was wir machen sollen. Und ich habe jetzt das Problem, ich weiß jetzt nicht, ich will um diese Frau kämpfen, weil die Frau, das ist das Beste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Ich habe noch nie so eine Frau erlebt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist echt, ich würde für sie alles aufgeben. Hey, aber ihr kennt euch ja noch gar nicht so sehr gut. Ja, aber ich sag mal so. Wie lange, genau, jetzt sag mal genau, wann hattet ihr den ersten Chat-Kontakt? Wie lange ist das her? 3,5 Wochen. 3,5 Wochen? Ja, aber ich hab das noch nie erlebt, dass ich für eine Frau nach 3,5 Wochen wirklich sage, ich liebe dich. Also ich merke schon. Und vom Verstand. Olli ist absolut verknallt. Absolut. Olli hat 10 rosa Brillen auf. Ne? Und Olli schwebt auf Wolke 7. Und sagt, das ist die tollste Frau der Welt. Mit der würde ich gerne in Rente gehen irgendwann. In Rente? Mit der teile ich einen Sarg mit der Frau. Ach, ja. Du Armer. Ja, jetzt ist natürlich die Frau am Zug, ne? Nicht du. Die Frau muss sich entscheiden. Ja. Die muss was tun. Wie stellt sie das denn im Moment dar? Also das sind immer so schöne Sprüche. Ich liebe euch beide. Irgendwann... Ja, das heißt, ich liebe euch beide. Ich meine, die Frau, die ist seelisch am Ende. Die hatte schon fast Nervenzusammenbruch wegen uns beiden. Und das ist halt das Problem, weil ich weiß nicht, was soll ich jetzt sagen, pass auf, ich kämpfe um dich und riskiere dann einen Nervenzusammenbruch, weil sie nicht weiß, was mit dem anderen ist. Mhm. Oder sage ich, pass auf, okay, ich warte auf dich und... Was würde denn für dich kämpfen bedeuten, Olli? Für mich kämpfen bedeuten wäre, dass die Frau, dass ich die nicht mehr in Ruhe lasse. Dass ich wirklich der Frau nur noch, ich weiß nicht, dass ich der mein Leben gebe. Langsam, Mensch, ich zucke ja ständig zusammen. Du willst mit ihr im Sarg liegen und das Leben geben. Und, jetzt gibt es natürlich 2 Möglichkeiten. Man geht jetzt ganz cool daran und pragmatisch. Ich kann bei der Frau nicht mehr cool bleiben. Ja, ich merke es ja schon. Deswegen, was soll ich dir jetzt auch Cooles raten? Du bist ja völlig aus dem Häuschen. Ja. Ne? Am liebsten würdest du jeden Tag 1000 Briefe und Mails schreiben. Ich will die Frau am liebsten nicht mehr loslassen. Natürlich, ne? Und du würdest ihr Blumen schicken und Moncherie und weiß ich was alles. Aber so erobert man keine Leute. Das ist so wahr, ja. Lass es dir von einem alten Mann gesagt sein. Das war besonders. So geht das nicht. Also klug wäre Folgendes. Sie weiß ja, dass du völlig jeck bist. Ne? Mhm. Dass du völlig neben der Kappe bist und sie haben willst. Und dass du verliebt bist. Du hast ihr das auch so schon gesagt. Ne? Ja. Ja. Schlau wäre es, wenn du jetzt einfach ein bisschen zurücktreten würdest. Ich sag ja nur mal würde. Ne? Ob du es kannst, ist ja nur eine andere Sache. Und sie erstmal in Ruhe lassen würdest. Das wird schwer. Ja, ich weiß. Um einfach mal ein bisschen Zeit rauszuholen und sie kommen zu lassen. Mhm. Das kann man eine Weile mitmachen, damit, es ist ja alles noch sehr frisch.
damit die auch erstmal ein bisschen Luft kriegt und sie nicht vielleicht zugeballert wird von beiden 400 Kilometern Entfernungen. Und dann so, ich würde mal sagen, in einem Monat nochmal aufdreht und sagt, hier, pass auf, ich habe jetzt so mich zurückgehalten, ich möchte jetzt auch eine klare Entscheidung haben. Ich glaube, dass man durch zu viel Aktionismus auch viel kaputt machen kann, Olli. Glaube ich. Ja, aber es ist leichter gesagt als getan. Ja, ich weiß. Man denkt immer, ach, ich mache nur das und mache nur das und mache nur das. Vielleicht ist sie dann noch überzeugter. Ich glaube, die weiß absolut Bescheid, was in dir los ist. Die brauchst du gar nicht mehr groß zu überzeugen. Mach dich doch mal ein bisschen interessant. Ja, wie denn? Indem man sich ein bisschen rar macht. Nicht indem du dir ständig auf der Nase rumtanzt. Also soll ich jetzt praktisch den Kontakt ein kleines wenig runterschrauben? Genau, ja klar. Das ist immer dasselbe im Leben. Dass die Leute immer interessant sind, an die man nicht so richtig rankommt. Ja, aber und die, die einem sich zu Boden legen, na Gott, die hat man dann. Und denkt, naja. Ich sag mal so, wir haben es schon mal in dem Punkt versucht, dass wir versucht haben, ein bisschen den Telefonkontakt einzuschränken. Aber wir haben gesagt, ich rufe dich nicht mehr an, sondern sie soll mich anrufen, wenn sie mich hören will. Sie hat mich jeden Tag trotzdem dreimal angerufen. So, dann kannst du natürlich noch eine andere Schiene fahren. Wenn sie jetzt auch so drauf ist, ne? Dann kannst du, das ist auch dein gutes Recht, das vielleicht nach noch 2-3 Wochen mitmachen und dann musst du sagen, okay Mädchen, ich halte das nicht mehr aus, du musst jetzt eine Entscheidung fällen. Das so, weiß ich schon. So geht das nicht. Das haben wir schon gesagt. Ja. Und das ist halt mein Problem, weil ich weiß nicht, soll ich jetzt die Frau eher in die Richtung dazu kriegen, dass ich sie ein bisschen dränge, dass sie sich entscheidet und riskiere damit aber, dass sie sich nicht für mich entscheidet. Oder sage ich jetzt, okay, ich lasse dir so viel Zeit, wie du willst und riskiere, dass ich sie letztendlich verliere. Nein, du sollst ihr so viel Zeit lassen, wie du willst. Nicht, wie sie will. Lass ihr ein bisschen Zeit. Bedrängen sie nicht. Aber setz dir selbst für dich innerlich irgendwie so ein Datum, dass das noch so 2, vielleicht einen Monat so gehen kann. Maximal, länger nicht. Und lass sie erstmal ein bisschen in Ruhe. Ich glaube, dass jegliches Bedrängen immer mies ist in solchen Situationen, Olli. Also wenn du es irgendwie disziplinär hinkriegst für dich, ich weiß, wie schwer es ist, fahr dich ein bisschen runter. Vom fünften Gang in den vierten Gang. Das ist leichter gesagt. Ja, ich weiß. Aber man muss ja irgendwie vernünftig drüber reden, um vielleicht du bist ja im Liebeswahn im Moment, ne? Um vielleicht so ein bisschen dich zu erreichen. Ja. Oh, mein Lieber. Also eine Stufe runterstufen. Dich runterfahren. Das, glaube ich, ist das Beste. Ja. Mit Bedrängen und so kriegt man keine Liebe. Das ist leichter gesagt als gesagt. So, und dann, wenn du sie hast, wohnt die Schöne immerhin noch 400 Kilometer entfernt. Ja. Und du bist erst 17 Jahre alt. Aber das ist kein Problem. Kein Problem? Dafür gibt es die Deutsche Bahn. Ja, klar. ein fast glücklicher junger Mann. Fast, ja, aber nur fast. Aber fast, ja. Warum ist die denn so toll, dass du so von Sinnen bist? Die Frau, die hat einfach so eine Ausstrahlung, die ist einfach, ich habe das noch nicht erlebt, so ein Charakter, so eine Ausstrahlung, die Liebe. Das sagt mir ja gar nichts. Ausstrahlung haben alle immer die man toll findet. Was ist denn das für ein Charakter? Na, einfach irgendwo, ich sag mal so, es klingt jetzt bestimmt dumm, ja, sag, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir schwimmen auf einer Ebene. Ja. Obwohl ich auf einer seelischen Ebene. Ja. Wie sieht sie aus? Für mich ist es die schönste Frau auf der ganzen Welt. Natürlich, davon war ich jetzt ausgegangen. Hat sie blonde Haare, hat sie schwarze Haare, lange Haare, kurze Haare? Leicht rote Haare, leicht rote ein bisschen Haare. Länger. Ja? Groß? Kleiner als ich. Wie groß bist du? 1,93. Ja, das ist ja keine Kunst dann. Ja. Augen, auch wahrscheinlich die schönsten Augen der Welt, ne? Ja, Augen, in denen du versinken kannst und nie wieder rauskommst. Toll. Ich sage, das ist die Frau meines Lebens, die möchte ich nicht mehr aufgeben, aber ich habe so tierische Angst, dass ich die verliere. Ja. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe Angst, dass ich, egal was ich mache, dass ich die verliere. Also Olli, ich finde das wirklich sehr, sehr nett, dass du so verliebt bist. Und das ist sehr, sehr rührend fast schon. Tja, das gibt's auch noch heutzutage. Bedrängen Sie nicht so. Lass uns so verbleiben einfach. Bedrängen Sie nicht. Ach, ja, ich probiere. Das ist das Beste, was man machen kann. Okay. Toi, toi, toi. Super. Tschüss. Tschüssi. Wen haben wir jetzt hier? Helga! Helga ist da. Helga ist 70 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, ich bin da. Ja, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Helga, über was unterhalten wir uns? Ich bin tatsächlich mal dran. Ich wohne ganz oben, so an der dänischen Grenze, habe es tatsächlich mal geschafft, durchzukommen. Ja, die Telefonleitungen sind weit. Ja, mein Thema ist harmlos, eigentlich harmlos. Also so über also Liebe im Alter, wenn man das mal so sagen darf. Liebe im Alter? Ja. Hast du? Ich habe mit 44 eine Tochter bekommen,
die ist heute 25, ne? Von einem Mann, der 16 Jahre jünger war wie ich. Ich finde, also wenn ich zu deiner Sendung gehöre, ich ja nur auch schon länger, und dann habe ich immer so vernommen, dass man seine Sexualität ausleben soll. Absolut, genau, das sage ich immer. Ich höre von euch auch immer. Ja, absolut. Auch von euch alten Leuten, ne? Ja, ja. Das erzählt ihr mir. Ja, ja, das sagst du. Also ich bin der Meinung, dass man seine Triebe etwas beherrschen muss. Also ich stelle mir vor, wenn ich alles tun würde, was ich gerne möchte, dann würde ein Chaos entstehen. Verrat mir doch nur ganz kurz, Helga, was du gerne vielleicht tun würdest wollen. Naja, das mir geht es an sich darum, weil ich habe immer das Gefühl, als wenn zuerst der Körper kommt und dann die Seele eventuell hinterherhängt. Also ich finde, das sollte, es ist mir zu viel Körper und zu wenig Herz. Bei vielen, nicht ja, bei allen. Da stimme ich dir völlig zu. Also ich finde, es sollte ein gutes Gleichgewicht haben, ne? Eben. Auf jeden Fall. Ja. Aber du hast gerade so ein Stichwort gesagt, Liebe im Alter. Daraus habe ich gerade geschlossen, dass du verliebt bist. Ist das so? Oder war das Missverständnis? Nein, verliebt bin ich nicht in dem Sinne. Ich habe auch gedacht, ich habe in der Beziehung keine Probleme. Aber ich dachte nur, dass es eben schwieriger ist im Alter, das ist ja klar. Und dass man vielleicht diese Schwankung, es greift ja immer gefühlsmäßig sehr an, dass man das nicht mehr so gut verkraften kann. Denn so glatt läuft es ja im Alter genauso wenig natürlich wie in jungen Jahren. Klar, und das ist alles komplizierter im Alter, wahrscheinlich auch komplizierter, einen Partner zu finden. Ist denn da jemand bei dir in der Umgebung, wo du sagen würdest, würde ich ganz gerne mich näher annähernd an diesen Mann? Ja, ich bin, wie sagt man, ich finde, im Alter zählt Freundschaft oder ist Freundschaft wertvoller wie Liebe. Ja. Und man sollte eine gute Freundschaft nicht aufs Spiel setzen für eventuelle Dinge, die wahrscheinlich 50-50 schiefgehen würden. Also gehe ich davon aus, kann ich davon ausgehen, dass du einen Freund, einen guten Freund hast im Moment? Ja. Ja, ja. Und ist das, wie alt ist der? Sie werden es nicht glauben, aber ich habe mit einem Mann eine Freundschaft über 10 Jahre. Ja, und wie alt ist er jetzt? Ein bisschen älter. Ein bisschen älter, aber über 70. Also meine Liebhaber, die ich früher gehabt habe, die waren alle jünger und wesentlich jünger. Ja, habe ich gerade schon geschlossen daraus, was und du gesagt hast. Jetzt habe ich gedacht, und ich habe es auch gleich gesagt, um alle Klarheiten zu beseitigen. Ja. Und es war schon schwierig, also der Vater meiner Tochter, der hat uns mal besucht. Er kam aus der Schweiz. Und da lagen ja ein paar Jahre zwischen, 4-5 Jahre. Und das war wie so ein Tanz auf dem Seil, weil man entfremdet sich ja doch. Man hat zwar ein gemeinsames Kind. Erzähl mir mal von dem jetzigen Freund, den du hast. Wenn ihr seid, du sagst, über 10 Jahre seid ihr befreundet miteinander. Kann ich das so verstehen, dass es wirklich so eine platonische Verbindung ist? Oder gibt es auch eine erotische Verbindung zwischen euch beiden? Also von mir nur platonisch. Ja. Von ihm nicht. Das habe ich natürlich, das merkt man ja als Frau, ne? Also er würde gerne mal ab und zu. Also von ihm ist es schon anders. Von mir ist es rein platonisch, aber er ist sich auch darüber im Klaren, dass es dabei bleibt. Aber gibt das dann nicht ständig eine Spannung zwischen euch beiden, wenn er gerne auch noch mehr möchte und du sagst aber nur platonisch? Nein. Das hat er akzeptiert. Er möchte lieber das wie gar nichts. Also du stehst auf dem Standpunkt, wenn man das so lässt, beschädigt man es vielleicht sonst nicht. Sonst wäre es auch nicht so lange gut gehen. Ja. Gerade diese Ebene ist die ideale. Jedenfalls, es verpflichtet zu nichts. Wie weit geht es so? Händchen halten ist schon noch drin. Oder auch nicht? Bitte? So Händchen halten macht ihr, oder das gibt's auch nicht? Nein. Da auch nicht. Nein. Also man ist ganz höflich miteinander, sagt guten Tag, aber ihr sagt zumindest du zueinander. Ja, das schon, natürlich, ja. Wir kennen uns ja fast seit Kindesbeinen. Ja, ne? Ja. Und man darf nicht vergessen, dass unsere Vergangenheit ja noch ein bisschen anders aussieht wie die, oder unsere Jugendjahre anders aussieht wie die Jugend von heute. Natürlich. Wir sind ja unter sexualfeindlichen Bedingungen, kann man ja sagen, erzogen worden
Und die Form, wie heute die jungen Leute, ich beneide ja schon immer meine Tochter um ihre Freiheit und habe gedacht, schade, schade, ich wäre lieber 50 Jahre später geboren. Ich glaube, das denken viele ältere Leute. Ich denke, man kann sich das ja nicht aussuchen. Ne? Ja, na klar. Also, ich glaube, ein ganz wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast, ich glaube, der ist auf jeden Fall richtig und den werden viele unterschreiben, wenn auch sehr viele alte Leute erotische Beziehungen haben, dass man sagt, im Alter ist Freundschaft unglaublich wichtig. Das ist ein ganz solides Fundament. Ja. Ja, und ich finde vor allen Dingen, es ist auch, ich meine, wenn man mal all die Kriegerwitwen bedenkt, es kommt ja auch eine Phase, wo der Körper einfach schweigt. Und ich nehme auch an, dass das bei Jungen mitunter ist, dass sie sich nicht von einer Verbindung in die andere stürzen, sondern dass sie da auch mal so Phasen sind, wo der Körper einfach schweigt. Absolut, Helga, gibt es. Auch bei ganz, ganz jungen Leuten weiß ich das. Ja. Absolut. Ja. Das so. Kann ich. Und ich finde, diese Erholungsphasen sollte jeder sich gönnen. Ne? Also das ist für die nächste Beziehung immer wesentlich besser. So. Jetzt wünsche ich dir für deine platonische Freundschaft alles Gute für die nächsten 10 Jahre. Ja, ja. Und sag schöne Grüße hoch an die Grenze nach Dänemark. Ja, danke schön, Domian. Liebe Helga, auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich mache jetzt weiter, frage ich meine Regie mit der Leitung 4. Und auf Leitung 4 ist Stefan. Und Stefan ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Erstmal ein Kompliment an deine Sendung. Danke sehr. Ich finde die fantastisch. Vielen Dank. Ja, ich wollte mich mit dir über die Probleme von den Helfern, die helfen, unterhalten. Ja. Das heißt, ich arbeite bei der Berufsfeuerwehr und auch im Rettungsdienst. Und ich hatte jetzt vor einer guten Woche ein sehr unangenehmes Erlebnis in Verbindung mit dem Rettungsdienst. Das heißt, wir hatten nachts um 3:30 einen Einsatz an der Bundesbahn. Und da hatte sich ein Mann vor den Zug geworfen. Ja, ich war mit einem Kollegen am Rettungswagen als erstes vor Ort und wir haben also auch diese Leiche dann gefunden. Und das ist mir jetzt so einige Tage schon etwas hinterhergelaufen. Jetzt muss ich mal fragen, das ist jetzt keine Effekthascherei, die Frage, sondern die Frage hat den Hintergrund, deutlich zu machen, wie es vielleicht in dir oder mit Sicherheit in dir auch aussieht. Welcher Anblick hat euch erwartet, als ihr da wart? Was habt ihr gesehen? Ja, also wir sind über die Gleise gelaufen und haben als erstes ein abgetrenntes Bein gefunden. Und ja, 20, 30 Meter weiter ungefähr lag dann der Körper. Und ja, im ersten Moment realisiert man das nicht so richtig, aber die Person war tot. Die Person war tot. Der Kopf war an dem Körper? Der Kopf war noch an dem Körper, aber die restlichen Gliedmasse waren also alle abgetrennt. Alle abgetrennt. Wie gesagt, das Einzige, was wir gefunden haben, war auch dieses Bein. Und die anderen Sachen habt ihr gar nicht gefunden? Ja, gut, ich habe auch. Ja, wir vom Rettungswagen haben jetzt also nicht mehr danach gesucht, nach diesen Teilen. Was macht man in dem Moment? Du siehst dann so einen unendlich verletzten und verstümmelten Menschen vor dir liegen. Was passiert in der Sekunde? Was tust du? Was macht ihr? Puh, ja, wir haben erstmal geguckt halt. Wir haben uns dann irgendwo angeguckt und haben gesagt, der ist auf jeden Fall tot. Da können wir also nichts mehr machen. Und dann haben wir so als nächstes überlegt, ja, für den Lokführer muss das ja auch nicht gerade angenehm gewesen sein. Und sind erstmal an den Anfang vom Zug zum Lokführer gegangen. Habt ihr die Leiche liegen lassen oder irgendwie zur Seite gelegt? Oder habt ihr irgendwas gemacht? Nee, da kamen ja noch weitere Rettungskräfte zum Ausleuchten, also jetzt von der Feuerwehr welche. Und Polizei kam dann ja auch, da kommt auch, schaltet sich ja die Kriminalpolizei mit ein. Dann seid ihr zum Lokführer gegangen? Wir haben dann erstmal geguckt, ob es dem Lokführer gut geht. Und dem ging es natürlich nicht gut, ne? Der hat das eigentlich relativ gelassen genommen. Das war wohl auch nicht das erste Mal, dass ihm das passiert ist. Nur die haben, ich weiß nicht, also vorne im Führerhaus waren schon zwei weitere Personen noch mit drin. Und soweit ich informiert bin von der Bundesbahn, die Lokführer kommen dann ja auch in eine psychologische Betreuung. So. Und haben glaube ich, auch erstmal 3 Wochen Pause dann, wo sie nicht mehr fahren müssen. Wie lange bist du in diesem Job schon? Seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren? Ja. Das heißt, du bist mit Anblicken dieser Art eigentlich sehr vertraut. Du siehst die schlimmsten Dinge eigentlich, die man sehen kann. Also es war jetzt, was die Bundesbahn
Landesplan oder so von den Selbstmorden her angeht, das erste Mal, dass ich also so eine extrem verstümmelte Leiche gesehen habe. Aber du bist doch sicher oft bei Unfällen oder bei Bränden oder wo du auch sehr schlimme Dinge siehst. Ja, sicher. Das sammelt sich an. Ne? Mhm. Du hast gerade gesagt, dass die Leute von der Bahn psychologisch betreut werden, die Lokführer. Ja. Wie ist das denn bei euch? Werdet ihr auch in irgendeiner Weise ein bisschen unterstützt? Wir haben die Möglichkeit, uns an jemanden zu wenden, ja. Mhm. Aber das muss von uns ausgehen. Mhm. Hast du denn jetzt mit diesem Vorfall, den du gerade beschrieben hast, besondere seelische Schwierigkeiten? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt direkt an diesem Einsatz selber liegt oder ob es einfach daran liegt, dass so das Fass überläuft. Mhm. Es ist mir schon etwas hinterhergelaufen. Wie ist dir denn jetzt, ich meine, das ist ja noch gar nicht lange her, wie ist dir denn jetzt zumute, wenn du so an deinen Job denkst und all das, was du da machen musst? Ja, ich versuche mich viel an die positiven Sachen zu erinnern, die man ja auch erlebt, wo man also wirklich helfen konnte, wo man was erreicht hat. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Du sagst es gerade, dass ihr quasi auf Verlangen psychologische Hilfe in Anspruch nehmen könnt. Ja, es hat sich so ein Team gebildet, das besteht aus zwei Kollegen und einem Pfarrer. Mhm. Ich sag mal, zu einem Kollegen geht man nicht so gerne hin. Mhm. Pfarrer ist nicht unbedingt so mein Ding. Mhm. Also zur Kirche habe ich nicht unbedingt so den engen Bezug. Ach so, ihr könnt euch nicht an einen, ich sag jetzt mal, neutralen Psychotherapeuten oder Psychologen wenden. Die Möglichkeit besteht nicht. Würdest du es gerne tun im Moment? Wäre nicht schlecht, ja. Mhm. Wie gehen dir denn solche Eindrücke nach? Träumst du davon? Denkst du sehr viel in deiner Freizeit daran? Ja, macht dich das ein bisschen depressiv oder finster? Es hat mich ein paar Tage lang noch etwas depressiv gemacht, ja. Mhm. So sehr, dass du beispielsweise Angst hast oder ein ungutes Gefühl hast, zur Arbeit zu gehen? Nee, so schlimm ist es nicht. Mhm. So schlimm ist es nicht. Aber man hat schon immer wieder dieses Bild vor Augen. Mhm. Angst vor einem solchen Einsatz? Wenn das kann ja jeden Tag dir wieder passieren. Angst nicht, aber schon ein mulmiges Gefühl noch. Mhm. Also ich müsste es nicht nochmal haben. Gab es in den letzten Wochen vielleicht sogar oder Tagen Momente, wo du dachtest, das ist gar nicht mein Beruf? Nein. Das nicht? Nein, also ich liebe diesen Beruf. Mhm. Aber dann wäre es doch vielleicht wirklich sehr ratsam, Stefan, wenn du auf der einen Seite so zu dem Beruf stehst und hast ja nur auch sehr viel Erfahrung und bist sich auch beschlagen mit all den Sachen, die man da tun muss, wenn du dir aufgrund deiner eigenen Initiative fachlichen Rat holst und Unterstützung. Ja, das hatte ich mit meiner Frau zusammen auch schon überlegt, dass wir da mal was, auf jeden Fall was machen müssen. Mhm. Was hat dich eigentlich damals dazu bewogen, in einen solchen Beruf zu gehen? Das ahnt man ja schon, dass man da konfrontiert wird mit sehr vielen schrecklichen Dingen. Ja, wie alt war ich? 23. Ich bin da sehr unbedarft an die Sache rangegangen. Ich habe damals eigentlich einen neuen Arbeitsplatz gesucht und habe eigentlich mehr, oder meine Frau hatte durch Zufall eine Anzeige in der Zeitung gesehen. Mhm. Und dann habe ich mir mal Unterlagen kommen lassen über den Beruf und habe mich einfach mal gedacht, ach komm, probierst du mal. Und so bist du reingeschlittert quasi. So bin ich da reingeschlittert quasi. Ja. Bist du denn am Anfang da auch relativ gut mit zurechtgekommen? Ich bin da bis jetzt eigentlich sehr gut mit zurechtgekommen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht auch, weil ich vieles verdrängt habe, was man so erlebt hat. Aber du hast gerade gesagt, vielleicht war dieser Vorfall, den du da miterleben musstest, der selbst mocht auf der Bahn, dass das so der I-Punkt war, dass das fast zum Überlaufen gebracht hat, was deine Verkraftbarkeit anbelangt. Deswegen würde ich dir wirklich auch sehr dringend raten, dass du vielleicht gar nicht in Form einer Therapie, aber einfach nur so als Unterstützungsmaßnahme einen Psychologen mal aufsuchst. Wir können dir auch gerne behilflich sein, vielleicht bei der einen oder anderen Telefonnummer, wenn du es möchtest. Ja, das wäre nicht schlecht. Leg mal auf und meine Psychologin Janette ruft dich gleich an. Ja, Domian. Alles Gute. Ich danke dir. Und weiterhin viel Kraft für die wichtige Arbeit. Ja. Auf Wiederhören. Ich dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. Das war's für heute, für Montag. In der Technik war Annette Bastian und Michael Jansen. Und morgen haben wir eine Themensendung. Und das Thema heißt Schwiegermütter. Wie gut oder schlecht sind Schwiegermütter eure Erfahrungen mit
Schwiegermüttern, mit euren Schwiegermüttern. Und ich möchte gerne natürlich mit Schwiegermüttern auch selbst reden. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar. Und um 1 geht's los hier im Radio, bei Radio 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage ciao und bye bye. Bis morgen.